Arzt, Sekretär, Beamter, Lokomotivführer. Und Frauen? Schneiderin, Sekretärin, Krankenschwester. Es erglimmt ein Strahl der Sonne. Überall, wo Sie doch tätig sind, vertreten Sie das Recht der Frau auf Sie Gleichheit. Wenn ich mich also in manchen Gremien zu Wort melde, habe ich manches Mal das Gefühl, ich beschreibe ein Mondkalb. Ja, wir können viel erreichen. Ich glaube, dass man auch dem Mann die Chance auf eine Familie und auf ein Familienleben geben soll. Familienpolitik mit Arbeitszeitpolitik zusammenzuführen, das ist die Aufgabe von jungen Feministinnen heute. Sie hat eben ganz radikal jegliche Rollenzuweisung an Männer und Frauen zurückgewiesen. Was halten Sie vom Karenzurlaub für Männer? Für Männer? Das ist ein Blödsinn. Es hätten manche gern, dass ich meinen Schwung verliere. Wird nicht passieren. Ewig Frauen fragen, ist das, füllt das ihr politisches Leben aus? Ja, mehr als ich manchmal verkraften kann. Denk immer daran, Girls verdienen viel mehr als nur ein bisschen fahren. Früher hat man halt gesagt, naja, Frauen fragen uninteressant und so. Jetzt weiß man, es ist ernst und wir bleiben weiter lästig.